Was geht, Momo hier. Heute mal wieder ein kleines Video von mir. Heute geht es um eine kurze Vorstellung. Ich habe hier vom Sound Service ein Gerät zugeschickt bekommen. Das ist das Zoom H1N. Ein kompakter Audio Recorder zum Aufnehmen eurer Audiodateien. Und das ist ganz praktisch für mich hier, weil ich habe ja ab und zu hier auch so ein Lavalier-Mikrofon im Einsatz. Das habe ich zurzeit immer noch mit meinem iPhone verbunden. Und ab und zu will ich euch ja auch hier ein paar coole Apps zeigen. Wenn ich dann mit dem Lavalier-Mikrofon was aufnehmen möchte, weil ich irgendwo sitze, dann ist es ein bisschen blöd, weil das Lavalier-Mikrofon dann direkt an mein iPhone angeschlossen ist und ich mag es nicht, wenn da so ein paar Kabel rumbaumeln. Aber hier hat man dann quasi ein designiertes Audiogerät und das finde ich ganz cool. Das Zoom H1 ist schön matt gehalten in so einem matt-schwarzen Design, sieht sehr cool aus, ist aus Plastik gebaut. Wir haben auf der rechten Seite hier einmal mehrere Anschlüsse. Wir haben einmal den Micro-USB-Anschluss, 2.0. Hier kann man das Gerät also auch extern mit Energie versorgen. Ansonsten, wenn man mobil unterwegs ist, der Zoom nimmt AAA-Batterien, 2 Stück an der Zahl. Die kann man auf der Hinterseite einfach einfügen und dann das Gerät auch so nutzen. Neben dem USB-Anschluss hat man auch einmal die Powerwippe. Man kann den Zoom einmal mit nach unten, wie man es gerade hält, einschalten. Nach oben oder nach rechts kann man die Tastensperre aktivieren und das ist ganz praktisch. Daneben einmal die Löschtaste. Die betätigt man einmal und da muss man den Löschvorgang auch noch einmal mit einer extra Taste auf der Vorderseite bestätigen. Und der Zoom H1N nimmt Micro-USB-Karten. Ich habe hier eine von SanDisk, 32 GB Micro-USB-Karte drin, funktioniert einwandfrei. Und daneben ist nochmal ein Line-In zum Einstecken eurer externe Mikrofone, 3,5 mm Eingang, das ist ganz praktisch hier für mein Lavalier-Mikrofon. Auf der anderen Seite hat man auch nochmal einen 3,5 mm Ausgang. So könnt ihr eure Kopfhörer auch überprüfen mit Kopfhörern. Ja, der eingebaute Lautsprecher vom Zoom H1 ist echt für in die Tonne, da könnt ihr nichts mitmachen. Der ist echt nur für kurze Überprüfung, ob was aufgenommen wird. Falls ihr euren Sound überprüfen möchtet, rate ich euch, den Kopfhörereingang zu nehmen und so euren Sound zu überprüfen. Ihr habt auch die Möglichkeit, die Lautstärke zu wechseln. Also da ist eine Lauter-Leise-Wippe, die könnt ihr nutzen, ganz praktisch. Auf der Vorderseite haben wir dann mehrere Möglichkeiten, die Einstellung zu verändern. Oben das Rädchen ist ganz praktisch. Hier kann man den Pegel stufenlos einstellen. Das ist super, bis zu plus 10. Das 1,2 Zoll kleine LCD-Display ist echt super zu lesen, ist auch mit bläulichem Licht nochmal hinterlegt. Wenn man eine Taste drückt, das ist super zu lesen. Man erkennt einfach alles. Den Pegelstand sieht man und die verschiedenen Einstellungen. Die Einstellungen kann man mit 4 Tasten nochmal verfeinern. Man hat einmal die Taste Audio. Hier kann man das Audioformat anpassen. Mit Low Cut könnt ihr eure Umgebungsgeräusche minimieren. Das ist ganz praktisch. Den Limiter, der ist super. Den könnt ihr ein- oder ausschalten, wenn ihr wisst, dass plötzlich was zu laut wird, dann wird es automatisch gedrosselt und so piekt euer Audio nicht unbedingt so schnell. Einen automatischen Audio-Level gibt es auch. Einfach Auto-Level aktivieren und so braucht ihr mit dem Pegelrädchen gar nicht zu arbeiten. Das übernimmt das Zoom H1 dann für euch. Darunter ein Record-Button, ganz offensichtlich rot hinterlegt. Ihr seht auch mit einer roten LED, wann ihr aufnehmt. Das blinkt dann durchgehend rot, wenn die Aufnahme gestartet ist. Und ihr habt nochmal 4 Tasten zur Wiedergabe eurer Aufnahmen. Ihr habt einmal einen Stop-Button, mit dem könnt ihr auch weitere Optionen aktivieren. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit, ein Piepen zu aktivieren, jedes Mal, wenn das Gerät aufnimmt. Und das ist ganz praktisch, um zum Beispiel eure Aufnahmen mit der Kamera zu synchronisieren. Bis jetzt habe ich immer geklatscht, um das zu tun. Das könnt ihr jetzt einfach mit dem Zoom H1 mit dem Piepen lösen. Das ist super. Play-Pause-Button und Vor- und Zurück-Tasten, das erklärt sich eigentlich von selbst. Ja, der H1N ist ein super kompakter Audiorekorder, den ich jetzt für die nächste Zeit hier ein bisschen nutzen werde. Und euch dann ab und zu mal ein Update gebe, was ich davon halte, wie cool ich ihn finde. Das soll es dann erstmal wieder von mir gewesen sein. Falls du neu auf diesem Kanal bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Hier gibt es jede Woche ein neues Video rund um Technikprodukte. Und an all meine bisherigen Abonnenten nochmal vielen Dank dafür, dass ihr mir geholfen habt, hier die 200er Marke zu knacken. Das ging dann auch schlagartig weiter nach oben. Wir sind jetzt hier bei 220. Das macht mir Mut, hier weiterzumachen und euch weiter mit coolen Content zu versorgen. Ich habe noch einiges vor mit euch. Bleibt gespannt. Die Qualität wird noch mal ein Stück besser. Ich habe mir noch ein paar andere Dinge zugelegt. Und wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.